Willkommen zurück zu Let's Play Sea of Stars. Wir befinden uns am Sitz des Triumvirats, haben am Ende gegen die drei Vögel gekämpft und nun geht's weiter nach Süden, denn wir können uns jetzt den Weg zum, was auch immer, öffnen, weil der Teleporter jetzt dahin funktioniert. Ja, genau, das tun wir. Dafür müssen wir nur die lange Treppe runter. Reshan ist übrigens nicht mehr bei uns, das ist nur eine Marionette von ihm, die einfach nur hilft. Speichern werde ich auf jeden Fall. Erstmal ausruhen. Ganz wichtig. Und dann speichern. Noch wichtiger. Der Kampf war übel. Das sage ich euch. Der Kampf war richtig übel. Und ich habe wieder was vergessen zu kochen. Estrisdae ist Aussichtspunkt. Ah, das ist dieser Estrisdae im letzten Part, wo ich gesagt habe, Bodenplatte sehen da aus wie, keine Ahnung, kaputter Hebel. Das ist gut. Das verspricht schon sehr viel. Ach, muss das. Hi, was geht ab? Wir sind da. Ist das der Öffnungsmechanismus? Harter. Biest, gibt es einen anderen Weg? Trete beiseite. Ist das der Fahrstuhl oder was? Okay. Ach, das war eine riesen Batterie oder was? Das der im Gang gesetzt hat. Spitze Biest. Hat das funktioniert? Ja, das Tempo-Kugel-Netzwerk sollte jetzt online sein. Von hier aus können wir zu allen anderen Stationen reisen, auch zu jenen in der Himmelsbasis. Mann, sind die Dinger schnell! Hey, Tix! Hey, wie geht's? Wir machen Fortschritte, wir haben eben Reshan verloren. Was? Aber dort ist er doch. Nur eine leere Marionette. Sein echtes Ich ist fort. Ziemlich cool, aber auch gruselig. Oh, hallo. Das ist lebendiges Glas. Freut mich, ich bin Tix. Sei gegrüßt, ich bin Biest. Hey, also ich sah mich gerade beim Repin um, als dieses Tempokugeldings aufging. Wartet ihr das etwa? Biest sorgte für Strom, damit gelangen wir zur Himmelsbasis. Oh, da komme ich mit, das muss ich sehen. Gut. Auf, wir müssen auch wieder was kochen. Am besten Sachen, die uns Multi als alle, die ganze Gruppe heilen und das voll, ne? Und MP noch voll machen. Ja, ich weiß, ich wünsche mir wieder was. Ich wünsche mir wieder zu viel.
Die Himmelsbasis ist geschafft. Wonach suchen wir? Was auch immer die Wolkenproduktion stoppt, es gibt bestimmt irgendwo einen Kontrollraum. Und wenn wir diese verdammten Katalysator finden, klar doch. Ja, stimmt, die Sonne wird ja abgehalten, ne? Ohne Sonnenlicht können wir den Eremit noch nicht besiegen. Ja. Oha. 210, ne? Die haben aber sehr viel Leben. Erfahrung kriegen wir auch so viel einfach. Geht der? Nee. Oh, wir haben mehrere Türen. Aber hier haben wir erstmal ein Lager. Wir schlagen auch mal ein Lager auf. Wir haben von Teaks bestimmt, durch den Hebel haben wir bestimmt jetzt eine neue Geschichte. Ja, genau, neues Artefakt. Neue Geschichte freigeschaltet, das ist Estristae. Relikt ist kein Artefakt, ne? Ich würde wünschen, wir würden hier mal was Neues kriegen, aber nö. Ja. Die Geschichte von Estristae. Lore-mäßig, das ist wichtig. So. Als die Vogelmenschen Alferol Vorschlag akzeptierten, wusste er, dass er ihre Spezies Probleme aus Zugang zur Mentalmagie geben konnte. Es brauchte nur noch einen Gott, den sie verehren könnten. Als tat er, was immer er tat, wenn er Probleme seine Forschung nicht weiterbrachte. Er delegierte. Die Songs waren fähige Baumeister. Nicht so technikaffin wie die Menschen in ihrer Himmelsbasis, doch es ging lediglich um Größe, keine Details. Indem er mit einem Geiselnahme einen Anreiz geschaffen hatte, übergab Efrol Tikor das Kommando. Ein Trupp wurde versammelt und erbaute die hochheiligen Nadeln, in deren Mitte sich ihr Götze befand, der riesige Estristae. Doch Tikor war kein Narr, er wusste nur zu gut, dass Efrol nicht aufhören würde, ehe alles Leben verdorben oder ausgebeutet wäre. In der dritten Nacht sangen die Songs ein Ritual, um eine Vision der Zucker für Tikor zu beschwören. Himmelsbasis, Regulator des Klimas, verdorben. Der Tod aller Tiere und Pflanzen. Die Megastadt, dem Erdboden gleichgemacht, sein Land nur noch ein Ozean blaues Sandes. Die Technik affinen Menschen, die Seelen und Körper voneinander getrennt und von einer bösen Maschine in Cerberus gepflanzt. Ein Leben in Verzweiflung, ihr Geist, Nahrung eines wachsenden Seemonsters. Eine Welt ohne Sonne, ohne Hoffnung, der Mond in höllischen Untiefen versunken. Und sein eigenes Volk, welches grausames Schicksal. Helden der Zukunft, die einzige Hoffnung dieser Welt, fähig, doch unfähig, die Himmelsbasis ohne Strom zu erreichen. Die Vision verblasst und Tikor konzentrierte seinen Geist auf einen lebhaften Traum. Am nächsten Morgen erwachte er voller Überzeugung. Wenn die Zeit käme, würde die Helden den nötigen Schwung haben, ihre Welt zurückzuerobern. Die Lösung musste so einfach sein, dass sie Efrol und seinen elitären Geist entgehen würde. Und so erbaute man Estristae auf einer senkrechten Stromschiene, verbunden mit dem Netz des Planeten. Zu allerletzt hieften sie einen enormen Felsen hoch, den die riesige Statue fest hinhalten sollte. Die einfachste Form einer Batterie. Sie sollte zur Fall gebracht auf der Schiene herabrutschen und das Netz mit Strom abspeisen. Ihr Plan ging auf, Efrol hielt sie für ein rein künstlerisches Element. Die Jahrhunderte vergingen und die Welt waren gegen den Aufstieg des Flashmessers machtlos. Tikors Visionen von Leid und Zerstörung waren eingetreten. Die ganze Zeit über stand Estristae einfach da und wurde von Efrol kaum beachtet. Jahrhunderte und mehr war sich die Sicherung von vor aller Augen versteckt und wartete auf die Helden der Zukunft, um ihren letzten Wunsch, die Welt zurückzuerobern. Tikor, der die Tage ihrer Ankunft nicht mehr erleben würde, starb im Wissen, dass seine Welt und sein Volk immerhin eine Chance hätten. Ende. Also haben die quasi, dass man hier hochgeschleudert wird, das wusste der Flashmancer nicht mal. Das wurde der X so eingebaut. Das ist der Ort, wenn wir die Katalysator finden. Den Weg zu den Nadeln für euch zu öffnen war das Mindeste. Hoffentlich bin ich euch ein wertvoller Verbündeter. Ja, klar doch. Wir machen Fortschritte. Ja. Champion Omelette ist halt schon mega mächtig, ne? Dauert nur ein bisschen länger zum Kochen.
9 MP ist gut, aber... Ja, dann machen wir daraus noch. Halt K.O. und plus 75%. Ist fast alles voll. Wie eine Phönixfeder. Parfait. Gut. Das speichern wir einmal ab. Und dann ruhen wir uns nochmal aus, ne? Bevor wir. Nein, ausruhen. Bevor wir weitermachen. Gut, mal gucken, wie wir die Wolkenfestung meistern werden. Mal sehen. Oh, bitte, hört einfach auf. Ah! Ah, ich sehe schon. Auch so dumm, dass ich die Gegner nicht ranziehen konnte beim letzten Mal, ne, die Bosse. Waren da 3 Stück und hat nichts gebracht. L-Kugel. Tut halt nicht so sehr weh, wie ich mir hoffte, ne? Also, wieso haben wir so viel Leben verloren? Neue Stufe, sehr schön. Was ist so wie die Magieangriff einfach? Ach, wir fahren! Wohin will ich das, hä? Egal, du musst kämpfen. Ohne Kampfbrieder. Oh, guck mal, so ein Pferd wieder da. Kann die Drohne nicht heilen? Okay. Was haben wir hier? Okay. Hm.
ziemlich kompliziert hier alles, ne? Ach so, jetzt sind wir hier wieder. Ja, das speichern wir doch mal direkt, ne? Und eigentlich ruhen wir uns vorher mal aus noch. Ich bin dumm. Ich weiß. Ich bin so hart dumm. Anstatt es einfach andersrum zu machen. Nein, mein Gehirn funktioniert nicht so. Mein Gehirn denkt einfach so, erstmal speichern. Wenn es jetzt abstürzt, hast du verkackt. Wolken töten, genau. Wir bringen Cloud um. Sind wir bald da? Kein Schimmer. Das ist eine Kran-Action, ne? Beste in der Kollision mit einem Asteroiden, schwer beschädigt. Bereich aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Überschreiben. Verweigert. Überschreiben von Notfallmaßnahmen nicht möglich. Wir machen weiter. Oh, jetzt wird das Setting wesentlich cooler. Alles kaputt. Ich mag dieses clean Sci-Fi-Setting nicht so. Seh dich doch! Ja, macht mal. Ist halt echt nicht so stark, ne? Ja, die halten einfach nur viel aus. Das ist das Problem. Die halten einfach viel aus. Haben eine hohe Verteidigung. Oh, Jemine. Okay. Alles klar. Was jetzt schon wieder? Ach so, was soll wieder zurück? Oh nein, Alter. Muss das halt sein? Will darüber. Darf ich nicht. Halt, warte mal. Wir haben einen Teleporter gemacht. Den muss ich auch nutzen. Druck im Nordflügel stabilisiert Gewehre Zugang. Die da mache ich sowieso gleich. Ah, hier kommen wir her, ne? Hier sind wir schon sehr verwirrt. Ich bin schon sehr verwirrt. Hat nicht gefallen. Nein!
Dein Ernst? Haben wir es geschafft? Was? Ja. So, ja, verstanden. Und wo soll das Ding jetzt? Sollen die beiden da ins, hier rein, ne? Ja, gut. Okay, Teleporter. Oh, wir können wieder speichern. Notblatt Nummer 7. Yeah, es muss gespeichert werden. Aua. Das ist eine Art Facehugger, ne? Wir sind ja im Weltraum, passt das ja. Rums die Bums einfach. Der haut rein. Ich werde jetzt ungeduldig. Ja, da guckt ihn, ne? Wieder mitten im Weltraum Fahrstuhl. Fangpaket im Arsch hier, da gehe ich sicher jetzt noch hin, ne? Ist auch gar nicht so einfach eigentlich. Von hier aus da schnell hin. Ich weiß halt nicht mal, wo wir uns eigentlich befinden. Das ist ja das Ding. Wir sind im Weltraum einer anderen Vergangenheit oder einer anderen Zukunft. Eine Parallelwelt. Wir kommen eigentlich ursprünglich aus der Parallelwelt, aus der inneren. Glaube ich. Irgendwie. Also wir sind halt komplett woanders. Das ist halt so gar nicht mehr das, wo wir eigentlich... Ja. Wobei, gar nicht wahr. Das ist eigentlich, aber der Flashmancer ist hier. Der Flashmancer ist der Herrscher über Zeit und Raum. Also der Bösewicht, der überall... Ne, ihr wisst Bescheid. Gibt's nur einen. Hi. Donk. Was wollt ihr hier jetzt schon wieder? Muss das sein? Nein, ich wollte eigentlich euch verwechseln, das mal mit dem Bumerang. Der macht jetzt gleich ein Schild. Bevor du mir gleich noch ein Schild machst. Hoffentlich bin ich so dumm. Warum treffen wir einmal?
Ja, ich schaffe es. Momentan bin ich ziemlich dumm. Krieg ich nicht hin. Was ist denn das jetzt hier? Schaden, das waren eh mega viel Schaden. Mann, wieso schaffe ich das momentan nicht? Wieso kriege ich nicht gebacken gerade? Das ist die Perspektive. Mondrang, bitte. Das Ding muss zerstört werden, sofort. Oh, zum Glück. Fürchterlich. Ja, man soll noch Raffi. Eieieiei. Lass mal durch. Hast du die letzten Essen durchgekriegt? Egal, vergiss es halt. Vergiss es halt einfach. Drei. Aus zwei kommen wir ja. Hier kommen wir ursprünglich her. Aber hier noch nicht. Haben wir schon, okay. Mal ausruhen. Eieieiei. Also dieses hier. Wir sind mitten im Weltraum in irgendwie, keine Ahnung was. Und hier wollen wir dieses. Wir gehen immer weiter höher und wollen eigentlich nur die Wolken töten. Genau, das wollen wir tun. Aber das machen wir nächsten Part, Leute. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.